Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Last Day of June. Ein, finde ich, sehr unterbewertetes Spiel. Also es hat wohl überall sehr gute Wertungen gekriegt, klar. Aber das ist irgendwo so im Mainstream komplett untergegangen. Ist scheinbar nicht für jeden etwas, ist nicht viel Geballer, eigentlich gar kein Geballer, ist einfach ein ruhiges Spiel in sich geschlossen, geht um Beziehung, Liebe, Vergangenheitsbewältigung und auch eventuell harte Entscheidungen treffen. Die Hauptprotagonisten sind, wie man schon da vorne gleich sieht, auf dem Steg sitzend und ja, den Tag genießen, Karl und Schun. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir fangen gleich an. Ich wünsche schon mal viel Spaß. Oh, und da sind wir schon im Spiel. Natürlich holen wir dir was, damit du dich wärmen kannst. Natürlich, ich beeil mich. So, jetzt muss ich mich erstmal mit der Steuerung, ups, ein bisschen vertraut machen. So, was können wir denn hier machen? Was? Ein Blümchen? Okay. Kann ich das ihr schenken? Hallo Chun, ich hätte was für dich. Oh, das geht ja wirklich. Ach je. Und eine Errungenschaft, Blumenzahn. Ja, ja, entschuldige, ich, die Blume musste bei dir, sein. Oh, ich kann noch eine pflücken. Kann man ihr jetzt hier einen ganzen Strauß geben? Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Dachte ich es mir doch. So, also gut, schauen wir doch mal. Also, ich finde die Farbgebung sehr schön. Sonnenuntergang. Sehr romantisch. Sie zeichnet den Sonnenuntergang. Und jetzt schauen wir, dass wir sie endlich mal wieder warm kriegen. Ach, Karl. Ja gut, dann machen wir es eben von der anderen Seite. Ist ja okay. Ja, dann bringen wir das doch gleich zu unserer Liebsten. Ist sie da noch ein Auto? Nee, ein Stein. Wir nehmen mal die Abkürzung. Echt sehr schön. Muss man schon sagen. Huch, nicht drüber rennen. Hallo Chun, ich hab was für dich. So sehen die Künstler. Erst anschauen, wenn es fertig ist. Oh. Ich bin der Superheld Blumenpflücker. Er macht es spannend mit dem Geschenk. Ah.
Ah, jetzt steuern wir jetzt schon. Okay. Ja, bevor wir hier an die. Oh, die haben schon viel. Huch. Die haben schon viel miteinander erlebt und gemacht. Oh, ein Familienfoto. Okay, da scheint der Opa drauf zu sein. Der Sohn, Enkel, irgendwie sowas. Vielleicht noch die Schwester und der Bruder irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht löst sich das noch auf. Ohohoho, na guck mal einer an hier. Ja, Karl hat trainiert. Okay. Ja, ist ja gut, wir gehen ja an die Tür. Ist ja gut, du Stressbolzen. Oh, also es scheint echt eine Leidenschaft von ihr zu sein, das Malen. Ja, wir gehen ja schon dran. Ah, vom Opa ist das Geschenk. Es ist schon sehr süß gemacht, das muss man schon sagen. Jetzt geht es wohl darum, das Geschenk zu verstecken. Verstecken wir es hier? Geht nicht. Okay. Hä? Wo waren das jetzt? Hier? Nee. Hier? Ach so, wir wollen sie verstecken. Ah, okay. Das soll gleich eine Überraschung sein. Okay, war wohl doch nicht so. Komm, wir stecken es ins Ofen. Unter die Spüle. Kühlschrank vielleicht. June, die Superheldin. Da ist gerade was aufgeblinkt. So, wie ist es jetzt? Jetzt sehe ich es. Ja, so, das ist das Ansehen gewesen. Wo verstecken wir denn jetzt dieses Geschenk? Im Mülleimer. Nein. Wo möchtest du das Geschenk denn hinhaben? Können wir vielleicht nochmal in einen anderen Raum? Guck einfach mal hier. Ah, guck mal einer an. Da hat sie die ganzen Bilder von der Verwandtschaft gemalt. Ja, Moment, wir müssen uns erstmal hier. Also gut, wir gucken uns die mal an. Also er lässt sich immer sehr gern mit seiner Knarre abbilden. Ich merke schon. So, wer bist du? Es könnte die Schwester sein. Das bin ich, nicht ich, sondern das ist wohl Shun. Tja, bist du der Sohnemann oder? Das ist der Opa. Wo verstecken wir denn jetzt dieses Geschenk? Hier schon mal nicht. Hier vielleicht. Ist aber auch doof. Ach so, sie möchte es präsentieren. Okay, ich verstehe. Okay, aber das Herz lassen wir, das ist okay. Dann gucken wir noch mal. Ups. Gucken wir noch mal nach oben. Geht das überhaupt? Ja. Ich finde diese Quietschgeräusche so schön. Moment. Ach, die da echten Van Gogh da hängen? Da kann man sich nicht angucken. Die hat Einiche. Die nicht bekannt, oder? Ja doch, Mona Lisa. Das sind Einiche Bekannte. Quietsch, 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 quietsch. Was dahin? Ach, da ist der Steg. Ah.
Sie schwanger? Okay, da hat sie den Entschluss gefasst, dass sie es am Steg. Was zum... Wer schießt denn da so wild um sich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Werd ich geschlagen? Hallo? Kann ich mal hier rausgucken? Hey, lass doch den Vogel in Frieden. Ja, ich merk schon. Moment, soll jetzt schon mit dem Kleinen spielen? Wieso spiele ich denn nicht mit ihm? Ja, so sind sie. Haben wir schon angesehen? Kann ich da raus? Nö. Jun! Ja, wir suchen schon. Jun, wo bist du? Huch, hatten wir auch schon. Hier raus? Nee. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Huch! Dosenöffner? Ach Karl, man legt den Dosenöffner nicht einfach hier hin. Hätten auch in die Küche tun können. Ob da Machu nicht sauer sein wird. Warum können wir eigentlich von hier aus nicht in die Küche? Das ist schön, wie er das gleich merkt, dass da was ist. Jun, wo bist du denn? Du warst doch hier drin. Es muss ein ganz besonderer Ort für die beiden sein. Oh, sie scheint. Also. Ah, okay. Na dann fahren wir zum Steg. Ach ja. Dann bewegen wir uns im Ladebildschirm. Ach, da sind wir jetzt. Ach, schön. Na komm, mach's auf. Jetzt bin ich auch neugierig. Was hat uns Opa geschenkt? Was ist denn jetzt los? Entschuldigung, es war kein Tonner. Das war mein Controller, der auf einmal losvibriert ist. Hallo, kann ich mich bewegen? Ah ja. Komm schnell zum Auto, es regnet. Aber ich... Hätten wir nicht mal ganz schnell nochmal in das Geschenk gucken können? So ganz, ganz schnell. Einen kurzen Blick reinwerfen. Kann ich dir die Tür aufmachen? Ach, du machst es selber. Okay, ich wäre so freundlich gewesen. So, ab ins Auto mit uns. Nein, guck doch rein. Wie kann man nur so unneugierig sein? Ne, der fährt jetzt ernsthaft los. Ich will wissen, was in dem Geschenk ist.
Ach Mensch. Oh, wir müssen Auto fahren. Oh Gott, wir müssen lenken. Ach hey, oh, ach hey. Cool. Muss hier hochkonzentriert sein. Lenkst du mal ein bisschen nach links, danke. Das ist aber ein wenig doof. Mit der Leertaste Gas geben und dann lenken. Also ich sage jetzt mal, es kommt niemand. Ja, dann fahren wir jetzt wohl nach Hause. Ich muss sagen, ich finde das gerade sehr schön. Und da fahren wir von dannen. Last Day of June. Das sieht June heißt, befürchte ich, dass die Geschichte vielleicht nicht ganz so fröhlich wird. Na gut, dann schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, die Ladezeiten, die sind schon eine etwas längere Angelegenheit. Ah, jetzt. Fährt jemand mit einem Auto weg? Karl. Ich hoffe, das war nur ein Traum. Oje. Die Bilder sind weg. Die ganzen Bilder sind weg. Es steht nur ein Besteck da, der Schrank ist weg. Kühlschrank hätte auch etwas voller sein können. Okay, da gibt es wohl nichts zu essen. Die Spüle ist nicht aufgeräumt. Ich glaube, er lässt sich gerade ein bisschen gehen. Na komm, Karl. Der Dosenöffner. Oh nein. Oh Gott, er hat den Raum zugeschlossen. Weil er sich nicht mehr dran erinnern wollte. Dass ihm zu weh tat. Na gut, dann müssen wir ins Atelier. Ach hey, da ist auch alles verwaist. Ist da der Dosenöffner drin? Da 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 da. Oh.
Okay, geht er jetzt in eine Erinnerung? Ah, ich dachte es mir schon. Eine Erinnerung an bessere Zeiten. Okay, dass das Spiel so ein relativ ernstes Thema auf einmal anschlägt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, wir steuern den Kleinen. Oh nein. Scheiße. Okay. Gut, jetzt wissen wir schon mal, was passiert ist. Was hast du vor, Karl? Was passiert hier? Okay, das scheinen jetzt die einzelnen Erinnerungen zu sein. Aber wo sind die wirklichen? Sind die weggezogen? Sind die komplett weg?